Wer kommt schneller von A nach B? Ein Sportwagen oder ein sparsamer Diesel? Die Autobahn ist voll, das Wetter mies. Man kann nur selten Vollgas geben. Außerdem verbraucht ein Sportwagen mehr Sprit und muss häufiger tanken. Bitte unverzüglich tanken, 0 Kilometer. Was bist du eigentlich für ein Idiot, Matthias Malmedy? Sportwagen gegen Kombi. Wer schafft 1000 Kilometer durch ganz Deutschland schneller? Wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir das wirklich ohne zu tanken. Und dann ziehen wir an Matthias vorbei. Ey, das wird nicht so feiern. Der Ostseefährhafen Rostock. Die Drehscheibe nach Skandinavien befördert pro Jahr 28,6 Millionen Tonnen Güter. Hier startet die Challenge Sparfuchs gegen Bleifuß. Martin Gerstenberg fordert Matthias Malmedy heraus. Alter! Und einmal wieder voll tanken. Das ist nicht dein Ernst. Nee. Das ist nicht dein Ernst. Ich meine, tiefer konntest du im Regal nicht greifen? Entschuldigung. Mahlzeit. Die Farbe ist fast identisch. Wie viel PS hast du da drunter geparkt? 150. Wow, ich habe 610. Was verbrauchst du denn so? Das weiß ich noch nicht so genau. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als du. Ich glaube auch. Aber genau dafür sind wir heute hier, um das rauszufinden. Wir machen Sparfuchs gegen Bleifuß. Yes. Da ist der Umschlag. Eure Aufgabe, 1000 Kilometer von der Ostsee bis zur Zugspitze. Mal sehen, wer schneller ist. Icke. Nee, ich bin schneller. Du tankst doch die ganze Zeit. Nee, ich tank nicht die ganze Zeit. Ich tanke du fährst mit dem aus Ding. Rostock raus und zack, musst du zur Tankstelle. Ich tanke mit dem maximal zweimal nach. Meine Strategie ist gar nicht zu tanken. Ich schwör's dir, du schaffst es nicht. Ich schwöre dir, dass ich gewinne. Alles klar. Das ist das, was man sich immer fragt. Ja? Du sitzt in irgendeiner lahmen Karre und irgendeiner donnert an dir vorbei. Und du denkst dir, ja, der ist doch eh nicht schneller. Sind wir doch eh gleichzeitig da. Nee, sind wir nicht. Wir sind schneller mit dem Ofen. Der Audi R8 V10 Plus ist ein messerscharfer Supersportler. Ist die Autobahn frei, kann er 330 km/h fahren. Kombinierter Verbrauch laut Hersteller 13,4 Liter Super Plus. Das Ding ist, Matthias muss die ganze Zeit tanken und ich werde einfach durchfahren. Ich werde nicht einmal halten. Der Ford Focus mit 2 Liter Dieselmotor ist zwar über 100 km/h langsamer als der R8, aber deutlich sparsamer. Mit nur 4,4 Litern Durchschnittsverbrauch schluckt er 9 Liter weniger als der Audi. Auf 1000 Kilometer also 90 Liter weniger. 6 Uhr, Hafen Rostock. Jetzt startet die Wettfahrt durch ganz Deutschland. Hör mal, kalt ist das heute Morgen, ne? Leicht kalt. Hast du gut geschlafen? Ganz gut, du? Ich auch, ja. Ich bin fit. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt schon weiß, dass man nicht gewinnen wird? Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt schon weiß, dass man nach 10 Kilometern tanken muss? Ja, 400 schaffe ich. Warum ich gewinne? Guck doch mal, er hat einen Ford Focus. Soll er 300 km/h fahren, ist mir ganz egal. Ich werde ganz gemütlich fahren, ich werde ganz gechillt fahren und trotzdem gewinnen. Überall, wo es geht, werde ich voll durchhämmern und alles rausholen aus der Kiste. Ich freue mich schon. Audi R8, 610 PS. Ford Focus, 150 PS. Wer schafft 1000 Kilometer schneller? Sag mal, hast du den hochgepumpt? Ist das ein SUV oder was ist da los? Ziemlich hart da unten auf dem Boden, oder? Nee, das ist komfortabel. Bei 300 ist das okay, dann muss das so hart sein. Alles klar, bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, los! Laut Navi dauert die Fahrt 9 Stunden. Ohne Pause, ohne Stau, ohne Tankstopp. Ey, hat deine Abkürzung genommen? Ich flipp aus! Das glaube ich ja wohl nicht! Jetzt ist er vorne! Das glaub ich nicht. Auf den ersten 20 Metern hab ich schon Rückstand. Auf dem Hafengelände und in der Stadt darf Bleifuß Matthias nicht aufs Gas drücken. Erst auf der Autobahn kann er an Sparfuchs Martin vorbeiziehen. Mit 10 Zylindern ganz easy. Da haben wir ihn schon. Wir haben ihn schon überholt. Ich möchte auch gar nicht so durchbrettern wie Matthias. Der kriegt ja überhaupt nichts von der Landschaft mit. Die Strecke führt von Rostock über Berlin auf die A38 und weiter nach München. Von dort auf die A95 bis zur Zugspitze. Die Route ist genau 1000 Kilometer lang. Sportwagen oder Dieselkombi? Wer ist schneller? Was gibt es für eine geilere Aufgabe, als zu sagen, Matthias,
Fahr bitte von Rostock bis an die Eibseebahn in Garmisch-Partenkirchen. Und es ist alles egal. Fahr einfach so schnell, wie es geht. Sprit ist Latte. Vollgas? Fehlanzeige. Noch ist die Geschwindigkeit begrenzt. Die Frage ist jetzt natürlich, fährt Martin jetzt auch 130 oder fährt er langsamer, um Sprit zu sparen? Von wegen. Martin lässt den Diesel laufen. Ich kann mir keiner erzählen, dass alle Außendienstmitarbeiter hier nur mit 130 über die Autobahn juckeln. Juckeln ist jetzt vorbei. So, da kommt mein Zeichen. Da ist das Zeichen, wo alles durchgestrichen ist. So, 250 haben wir schon. Huch. Alter, das haut dir das Hirn raus, wenn du früh morgens schon 270 auf der Uhr hast, du. Martin will ohne Tankstopp durchkommen. Dafür darf der Ford maximal 6 Liter auf 100 Kilometer schlucken. 8,2 Liter, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir noch nicht. Der sagt mir jetzt, wir haben noch eine Reichweite von 586 Kilometern. 586 ist nicht schön, ne? Bei einem angegebenen kombinierten Verbrauch von 4,4 Liter habe ich mir 1300 und ein paar zerquetschte ausgerechnet. Ja Gott, dann runter, oder? Dann fahren wir jetzt 140 konstant. Ist mir egal. Matthias ist der Verbrauch egal. Er hat 23,3 Liter Super Plus im Schnitt verbrannt. Aber dafür einen Vorsprung von fast 40 Kilometern. 45 Kilometer 120? Was ist das denn für eine Route? Es kommt noch dicker. 7.47 Uhr, der erste Stau. 610 PS bringen jetzt gar nichts. Ich raste aus. Was ist so schlimm an dem Stau? Er schiebt uns wieder zusammen. Ich fahre gerade 14 Stundenkilometer und Martin fährt hinten wahrscheinlich 110. Das heißt, er kommt richtig nah an mich ran. Alles, was wir vorher rausgefahren sind, ist weg. Der R8 steckt fest. Martin holt mit seinem sparsamen Dieselkombi auf. Der Berliner hat die Klimaanlage ausgestellt und fährt seit 20 Minuten konstant 120. Ich glaube, wir kommen an unser Ziel. Wenn ich jetzt weiter die Strategie verfolge und weiter darauf achte, dass wir hier bei 6 Litern bleiben pro 100 Kilometer, dann glaube ich, dann schaffen wir das wirklich. 6 Liter Durchschnittsverbrauch sorgen bei 60 Litern Tankvolumen für genau 1000 Kilometer Reichweite. Das passt. Die linke Spur ist mittlerweile frei. Martin fährt am Stau einfach vorbei. Der Zwischenstand? Bei Potsdam steht Matthias im Stau. Martin hat 30 Kilometer aufgeholt. Jetzt trennen beide nur noch 10 Kilometer. Sportwagen gegen sparsamen Dieselkombi. Wer fährt schneller 1000 Kilometer durch ganz Deutschland? Von Rostock an die Zugspitze. Und am Schild, ne? Latschen wir voll drauf. Es ist relativ normal und relativ entspannt, mit diesem Fahrzeug 250 zu fahren. Ab 270 wird es dann interessant, da wird alles enger und so weiter. Aber bis dahin ist alles entspannt und diese Souveränität ist wirklich was Geniales. Matthias nutzt seine 610 PS voll aus. Und Martin? Ich werde wahnsinnig. Wer ruft denn jetzt an? Wer ist denn da? Ja, hi, hier ist der Matthias. Der Matthias, grüße dich. Na, Matthias? Wo bist du? Ich bin gerade in der Baustelle. In der Baustelle, das ist schön. Wo bist denn du? Wir sind ja gerade an Potsdam vorbei. Was sagt dein Durchschnittsverbrauch? Der ist so bei 5,5. Bei dir so? 19,1. Wir sind am Abliefern. Geschwindigkeit, wir sind gerade bei 120.
das ist schlecht, weil dann holst du nämlich auf. Du fährst 40 Stundenkilometer schneller als ich. Ich muss auflegen. Ciao, Martin. 8.49 Uhr. Matthias fährt mit dem Supersportler Was geht und stellt fest, der fast 200.000 Euro teure R8 ist nicht nur schnell, sondern auch komfortabel. Ich fahre ganz normal auf Komfort. Ganz ruhig liegt das Auto. Kein Aufschaukeln irgendwie so bei Bodenwellen, dass du so, wow, 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 was ist denn hier los? Das zieht da durch. Unglaublich. Alles, was du brauchst, ist am Lenkrad. Radio, Navi, lalala, Drive Select, Launch Control, Startknopf, Auspuffknopf, ist alles am Lenkrad. Das finde ich mega genial. Du musst eigentlich weder deine Hände noch deinen Blick abwenden von diesem Kreis. Weil da ist das Navi, da ist der Tacho, da ist der Drehzahler und hier sind alle Knöpfe, die ich brauche. Das ist ein mega geniales Bedienkonzept, wie ich finde, weil du einfach da bist. Nach rund 370 Kilometern hat der Audi schon über 60 Liter Super Plus verbraucht. In Halle wechselt Matthias von der A9 auf die A38. Laut Navi die schnellere Route. In der Stadt könnte Matthias ohne Umwege an der nächsten Tankstelle halten. Restreichweite 45 Kilometer. Fahren wir noch ein bisschen, oder? Fahren die leer? Aber also nicht ganz leer. Nicht ganz leer, natürlich nicht. Matthias ignoriert die Tankanzeige. Und nur ein paar Kilometer später. Irgendwie kommt doch immer eine Tankstelle, oder? Aschka? Der 10-Zylinder braucht Sprit. Jetzt wird's eng. Aber es ist natürlich, wäre natürlich jetzt oberbitter, wenn wir keine Tankstelle finden. Ne? Es ist der größte anzunehmende Unfall sozusagen. Ja? Du ballerst die ganze Zeit mit 270 und noch mehr über die Autobahn. Und wenn es wieder geht, merkst du plötzlich, huch, mein Tank ist ja leer. Reichweite 5 Kilometer. Ich meine, man kann sich da mal vertun. Ne? Gerade mit so einem R8. Das Problem ist, wir sind hier im absoluten Niemandsland. Wohin ich gucke, keine Stadt, keine Orte, nur Wälder und Wiesen. Das heißt, obwohl wir hier frei fahren könnten, müssen wir langsamer fahren. Musst du darauf jetzt noch rumreiten? Wolltest du gesagt haben. Ich habe gesagt, wir müssen früher tanken. Ich dachte, wir sind ein Team. Bleibt der Audi ohne Sprit liegen? Sparfuchs Martin will mit seinem 29.000 Euro teuren Diesel ohne Tankstopp durchkommen. Meine Geschwindigkeit, meine persönliche Empfehlung für jeden, der ewig fahren will, mit diesem Auto ist 120. Martin erreicht Halle. Matthias ist in Schlagdistanz. Wenn der R8 tankt, kann Martin überholen. Aber noch hängt er an einer Ampel fest. Ich bin so ein bisschen unter Stress jetzt, ne? Horror. Matthias hat noch 560 Kilometer vor sich, steuert aber auf eine Riesenblamage zu. Bitte unverzüglich tanken, 0 Kilometer. Was bist du eigentlich für ein Idiot, Matthias Malmedy? Die nächste Zapfsäule ist laut Navi 20 Kilometer entfernt. Reichweite laut Bordcomputer 0 Kilometer. Jetzt ist Spritsparen extrem angesagt. Matthias schleicht mit Tempo 80 über die Autobahn. Bitte! Bitte! Bleifuß gegen Sparfuchs. 1000 Kilometer durch Deutschland. Bleibt der R8 nach der Hälfte der Strecke liegen? Alter, ich flipp aus! Rasthof Rhonetal! Come on, baby. Du schaffst das. Die letzten Meter bis zur Tanke. Yes! Und wir haben noch Sprit im Tank. Und es ist ein Zapfplatz frei. Los geht's. Yes! Wir haben es geschafft. Alter, wir sind irgendwie 15 Kilometer gefahren mit 0 Kilometer Restreichweite. Und jetzt musst du einmal gucken. Das liebe ich an diesen langen Trips. Guck dir mal bitte diesen Hintern an. Dieses Vollgedreckte, dieses Vollgerotzte am Hintern. Ne? Ich liebe es einfach nur. Gewaschene Autos mag ich nicht. Der R8 schluckt fast 80 Liter Super Plus. Kostenpunkt rund 130 Euro. Matthias verliert 12 Minuten bei seinem Tankstopp. Uhr 42. Der V10 lebt wieder. Die Zockerei hat Matthias fast den kompletten Vorsprung gekostet. Martin ist nach 450 Kilometern auf einen Kilometer rangefahren.
Der Ford Focus dieselt konstant mit 120 über die Autobahn. Eigentlich muss Martin nur noch lenken. Tempomat und Assistenzsysteme erledigen den Rest. Mit diesem Auto muss man nichts machen, ne? Du kannst nicht mal einen Auffahrunfall haben, das geht gar nicht. Der ist so intelligent, das ist Wahnsinn. Der hält die Spur, der sagt mir, wenn ich zu weit links bin, wenn ich zu weit rechts bin. Es ist herrlich, es ist so ein entspanntes Fahren. Kombi halt, ne? Die 7-Gang-Automatik schaltet möglichst sparsam. Aktueller Verbrauch 5,8 Liter. Martin muss unter 6 bleiben. Wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir das wirklich, ohne zu tanken, an die Zugspitze zu fahren. Und weißt du was, wir ziehen noch an dem vorbei. Der muss noch tanken und dann ziehen wir an Matthias vorbei. Ey, das wird nicht so feiern, das wäre so geil. Michel, Dieselfaust. 10.45 Uhr. Bleifuß Matthias gibt Vollgas und hat bei Coburg 20 Kilometer Vorsprung rausgefahren. Durchschnittsverbrauch liegt bei 18,4 Litern auf 100 Kilometer, was ich immer noch okay finde. Finde ich echt okay. Für einen 10-Zylinder mit 5,2 Litern Hubraum und 610 Pferdchen. Schafft der Supersportler mit Tankstopps die 1000 Kilometer Strecke schneller als der sparsame Diesel? Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 330 km/h. Obwohl wir die ganze Zeit fahren, alles was geht, haben wir nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern. Daran sieht man, ne? Wir haben einen absoluten Hammer unterm Hintern. Und das ist nicht so easy, mal so einen Durchschnitt von 150 zu fahren. Das geht nicht. Denn die Strecke ist selten frei. Martins Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 98 km/h. Aber ganz ohne Pause geht es auch beim Sparfuchs nicht. Ich hab's dir gesagt, sobald ich was trinke, sofort muss ich auf Klo. Okay, das heißt, wir müssen an. Ja. Ich mach mir gleich ein. Zeitverlust knapp 2 Minuten. 12.19 Uhr. Kurz vor München muss Matthias wieder vom Gas gehen. Es wird winterlich. Schneebedeckte Fahrbahn. Jetzt muss man das Lenkrad und das Gaspedal mit ganz spitzen Fingern anfassen. Das ist genau das, was Audi Quattro kann. Trockene Straße, nasse Straße, schneebedeckte Straße, schneematschbedeckte Straße. Alles geht, wenn man acht. Der Audi wühlt sich mit Allradantrieb durch den Schnee. Matthias kann nicht Vollgas fahren. Und der R8 braucht wieder Sprit. Alter, wie sieht das denn aus? Da müssen wir gleich mal ein Foto machen. Autos mit Kampfspuren, das ist geil. Der R8 steht 11 Minuten und Martin holt auf. Der Tank ist noch zu einem Viertel voll. Kann er Matthias überholen? Der ist noch lange nicht da, das glaube ich. Da musste ja auch noch tanken. Noch 87 Kilometer zur Zugspitze. Laut Navi führt die schnellste Route durch München. Matthias erreicht als erster die Stadt und bleibt direkt im Verkehr stecken. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Weil er rollt ran und ist da. Er ist da. Der ganze schöne Vorsprung ist weg. Martin steckt keinen Kilometer dahinter ebenfalls fest. Ich raste echt aus. Geht das jetzt bis Garmisch so durch oder was? Aktuelle Geschwindigkeit 14 km/h. Matthias ist durch den Stau. Die restlichen Kilometer bis Garmisch-Partenkirchen erledigt Mr. Bleifuß im Schnellgang. Dann ist es nur noch ein kurzer Weg zur Zugspitze. Kilometer. Ganz zum Schluss kriegen wir noch eine richtig schöne kleine Passstraße. Es ist unfassbar. Was ist das für ein Tag? Matthias hat die 1000 Kilometer von Rostock zur Zugspitze in 7,5 Stunden zurückgelegt. Es ist niemand da. Wir sind die allerersten. Wir sind da. Ich bin fertig. Fazit. Durchschnittsgeschwindigkeit 121 Stundenkilometer. 17,6 Liter Durchschnittsverbrauch. Finde ich mega genial. Wir haben jetzt insgesamt Spritverfahren im Wert von 330 Euro. Jetzt drücke ich mal auf meiner Stoppuhr auf Start, damit wir auch wissen,
wie viel Rückstand der Martin hat. Direkt vor Martin kam es zum Crash und damit zum Megastau. Wir stehen über 2,5 Stunden. Stop-and-Go-Verkehr saugt die letzten Liter aus dem Tank. Wir müssen jetzt tanken. Mittlerweile ist es dunkel. Die letzten 100 Kilometer, die waren echt die Hölle. Die Talstation hat geschlossen. So, ich warte geschlagene 3 Stunden, tatsächlich. Ach Mann. Wir sind 1007 Kilometer gefahren, haben einen Durchschnittsverbrauch von 6,2 Litern. Moin, Matthias. Moin. Guck mal, der A8, siehst du den? Das ist das Ding, was du nehmen musst. Ja. Nicht hier Spari, Spari, Gasi, Gasi, das musst du machen. Also summa summarum, alles zusammen, 60 Liter Tank, 90 Euro von Rostock bis zur Zugspitze habe ich in den Tank gesteckt. Schönen Feierabend, ne? Schönen Feierabend. Heute war der Bleifuß schneller als der Sparfuchs. 3 Stunden war der R8 schneller. Dafür hat der Ingolstädter aber über 3-mal so viel Spritgeld verbraucht.